Talking Kids. Talking Kids. Talking Kids. Talking Kids, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Talking Kids, der Podcast. Dies ist die neue Folge einer Reihe, die sich rund um die digitale Gedenkwoche der Mahn- und Gedenkstätten in Wörbelin dreht. Ich bin Annika und auch dabei sind... Hallo, ich bin Hanna. Und hallo, ich bin Emma. Heute bei uns zu Gast ist die Bürgermeisterin von Wörbelin, Viola Thonn. Könnten Sie sich kurz einmal vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, wer Sie sind? Aber gerne. Also mein Name ist Viola Thonn. Ich bin 54 Jahre alt. Ich bin die Bürgermeisterin der Gemeinde Wörbelin seit 2009. Bin verheiratet und habe 2 erwachsene Töchter und 3 Enkelkinder. Sie sind in Wörbelin aufgewachsen und... Welche Erinnerungen haben Sie an die Mahn- und Gedenkstätten? Also ich bin nicht in Wörbelin aufgewachsen. Ich komme aus Brandenburg, Cottbus. Dort bin ich groß geworden. Bin aber seit meinem 16. Lebensjahr hier. Zu diesem Zeitpunkt wurde hier über diese ganze Geschichte gar nicht viel geredet. So, und ich merke das jetzt in Gesprächen auch immer noch, dass das so ein bisschen Tabuthema in der Wörbeliner Bevölkerung ist. Und alles, was ich weiß, habe ich eigentlich erst in den Jahren, seitdem ich Bürgermeisterin bin, seit 2009, über diese ganze Geschichte hier erfahren. Dann bleiben wir auch gleich bei dem Gesprächsthema Mahn- und Gedenkstätten. Wie sind Sie denn als Bürgermeisterin zu den Mahn- und Gedenkstätten verbunden? Da ich ja Bürgermeisterin dieser gesamten Gemeinde bin, gehört natürlich alles dazu, was hier ist. Ob das die Kita, die Schule, die Kirche ist oder das Museum ist. Ich stehe dem also überall vor und habe auch Befugnisse, eben alles in die Hand zu nehmen, was das angeht. Also ich bin eigentlich durch meine Bürgermeistertätigkeit zu den Veranstaltungen natürlich immer vor Ort und habe dadurch diese Berührungspunkte bekommen. Wir haben hier zwei geschichtliche Themen, die ja sich irgendwo bedingen, aber eigentlich völlig anders sind. Das ist einmal Theodor Körner und das ist die Geschichte Zweiter Weltkrieg mit der KZ-Gedenkstätte und alles, was hier passiert ist, geschehen ist in dieser Zeit. Das ist sehr schwierig zu verarbeiten, das muss man sagen. Es ist hier aber gelungen, denke ich, sehr gut gelungen sogar, durch die verschiedenen Arbeiten von verschiedenen Gremien. So, dass man diese Geschichte auch wirklich sehr gut darstellen kann und auch für die Zukunft erleben kann. Sie meinten ja, dass das Thema Tabu ist. Ist es das immer noch? Teilweise ja. Gerade in der Bevölkerung, die noch lebt, die das miterlebt hat, wird es eigentlich totgeschwiegen, selbst wenn man es anspricht. Und es kommen auch nicht so sehr viele aus der Gemeinde Wörbelin hierher. Es ist eigentlich in den ganzen Jahren zu verfolgen. Egal, welche Veranstaltungen wir hier gemacht haben, das ist eine Handvoll, die immer da sind. Das sind oft Vertreter entweder von Parteien oder von Gemeindevertreter oder die irgendwas eine Funktion haben. Aber so die wirklich Bevölkerung, die teilweise auch betroffen war, die noch lebt, haben ja wenig Bezugspunkte dazu. Wollen es wahrscheinlich auch nicht, ich weiß es nicht. Also es ist für mich sehr schwer zu verstehen. Wie glauben Sie, kann man die denn mit anderen Themen auch begeistern? Also andere für dieses Thema begeistern? Ja, andere dafür begeistern ist natürlich die Arbeit, die hier getätigt wird, nach außen hin, diese Workshop, die wir hier haben. Wir haben viele Jahre internationale Gäste hier, die kommen wirklich aus der ganzen Welt. Ich bin immer begeistert, wie interessiert diese Menschen sind an dieser Geschichte und teilweise ja auch Verbindungen haben durch familiäre Bezugspunkte. Ja, es wird hier nach außen getragen, durch alles, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Es ist auch äußerlich zu erkennen, dass hier einiges passiert ist. Jetzt ist ja auch vieles in Arbeit für die Veränderung der Gedenkstätte an der Landesstraße. Das wird natürlich auch nochmal sehr bewusst dann wahrgenommen, denke ich. Also durch die Tätigkeit. Das ist natürlich ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche von Anfang an hier Beziehungspunkte haben. Und warum denken Sie, ist die Erinnerungskultur so wichtig? Ja, weil wir das einfach nicht vergessen dürfen, was passiert ist. Es zeigt die Geschichte und es zeigt auch die Geschichte in der Welt und auch in den tagtäglichen Geschehnissen auf der Welt, dass solche furchtbaren Dinge, die hier geschehen sind, nicht vergessen werden dürfen. Und die muss man aufrechterhalten. Das ist einfach wichtig, um sensibel zu machen. Wo geht's los? Wo passiert was? Wann passiert was?
Es wird ja teilweise sogar von einigen abgelehnt und gesagt, das ist alles gar nicht gewesen, das ist ja Wahnsinn. Und dazu gehört natürlich auch, dass es hier eben so aufgearbeitet wird, dass diesen Geschehnissen und den Opfern ein Gesicht gegeben wird. Haben Sie denn öfter schon miterlebt, wie Leute eben das ganze Thema allgemein abgelehnt haben, so dass sie gar nicht daran geglaubt haben, dass es überhaupt einmal existiert hat oder passiert ist? Nein, wir haben in den vergangenen Jahren hier auch manchmal zu gewissen Feierlichkeiten, auch für, gerade wenn Theodor Körner betroffen war, der wurde ja auch in der Geschichte benutzt. Und dass dann hier wirklich Gruppierungen aufmarschiert sind oder die Gedenkstätte geschändet haben, das war in den ganzen Jahren in meiner Zeit hier wirklich passiert. Und wo man ja auch merkt, dass dieses Gedankengut einfach da ist. Frau Pinnau ist seit Februar die Leiterin der Mahn- und Gedenkstätten. Wie wollen Sie mit ihr dann weiterarbeiten? Also ich bin zu jedem Zeitpunkt erreichbar, dass ich wirklich hier vor Ort bin. Ich wohne ja auch hier und sie kann mich jederzeit erreichen und wir sprechen bestimmte Sachen ab, gerade die großen Veranstaltungen, die geplant sind für jedes Jahr, ist ja nun seit letztem Jahr sehr wenig, was wir machen können und öffentlich machen können und bin natürlich für Rat und Tat und für Unterstützung da. Vielen Dank für das Interview heute. Es war zwar sehr kurz, aber es hat uns auch sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen und dieses Interview mit Ihnen zu haben. Auf Wiedersehen. Okay, ich danke euch, ne? Tschüssi. Dies ist Gedenken in Wöbelin, eine Podcast-Reihe der Talking Kids zur digitalen Gedenkwoche Internationale Begegnung der Generationen anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung des KZ Wöbelin. Heute zu Gast war Viola Ton. Diese Sendung wurde moderiert von Annika, Emma und Hanna aus der 9. Klasse aus dem Robert-Stock-Gymnasium in Hagenow. Projektleiter war Mirko Schütze und technische und musikalische Leitung war Christian Lerche. Talking Kids ist ein Projekt der Sophie Medienwerkstatt e.V., gefördert im Rahmen des Projektes Hingucken und Einmischen der Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin.